Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um den Putz. Der Baustopp ist jetzt soweit fertig, das hat sich jetzt verzögert, weil wir kalte Temperaturen hatten, jeden Tag minus 10 und kälter. Das Wetter hat sich jetzt gebessert, wir haben jetzt in der Nacht höchstens minus 2, tagsüber schönen Sonnenschein. Und es ging jetzt los mit den Vorbereitungen, die Eckschienen, die Apoleisten, die Fenster und die Fensterbänke wurden jetzt abgeklebt. Der Silo müsste jetzt auch in den nächsten paar Tagen kommen und ich zeige jetzt euch heute den Putz, die Vorbereitungen und später noch die restlichen Arbeiten. Also sprich, heute kommen die Vorbereitungen dran und später, also wird an einem anderen Tag sein, kommt der Putz oder wie es halt verputzt wird, aufgetragen und wie es fertig aussieht. So, los geht's mit den Vorbereitungen. So, angekommen hier im Wohnzimmer, wollte ich ein paar Sachen erklären, was hier so ganz genau gemacht wurde. Und zwar hier die Eckschienen gesetzt, die kommen an jede Ecke, wie ihr vielleicht wisst. Da oben wurde gespachtelt, weil die Styropor-Rollladenkasten aus Styropor musste behandelt werden mit Spachtel. Dann klar, die Eckschienen werden hier gesetzt. Dann hier die Eckschienen. Da die Fenster abgeklebt, hier vorne seht ihr die Akkuleisten, kommen auch an die Fenster ran. Das ist praktisch der Anschlag, wie weit der Putz geht. Also praktisch sind ungefähr 2 cm. Und dann halt auch mit der Eckschiene zur Akkuleiste wird alles hier verputzt. Dann gehen wir mal weiter. Also Eckschienen, Apoleisten, Folie, Fensterbänke ist klar. Dann haben wir hier so Zementsteine wegen der Stabilität für die Statik wurden hier gemacht. Der muss natürlich auch nicht wieder Ytong, der Ytong muss nicht vorbereitet werden, also mit Spachtel, sondern halt so die Zementsteine schon Spachtel, damit einfach der Putz auch besser hält. Also dass er Haftung bekommt und nicht einfach so abrutscht. Dann gehen wir mal weiter. Was wurde hier noch so gemacht zusätzlich? Klar, dann was noch wichtig ist, die Sprühkästen müssen behandelt werden. Das zeige ich euch auch jetzt. Und zwar hier, praktisch auch, wo überall Styropor war, muss behandelt werden, auch hier. Dann hat man hier die Anputzschienen, das sind praktisch wichtig. Überall, wo Fliesen gelegt werden, damit einfach auch hundertprozentig alles gerade ist, damit die Fliese auch ziemlich bündig auf der Wand liegt. Gerade hier nochmal abgeklebt, dann oben nochmal Styropor behandelt. Was auch wichtig ist, oder was man auch hier gemacht hat, ist praktisch die hier an den Türen.
Also im Innenbereich, wo praktisch die Türen, die Zarge montiert wird, wird nicht verputzt, sondern hier außen hat man auch so einen Anschlag gemacht. Da oben hat man aus Holzplatten gelegt, wo der Putz dann anliegen wird. Zum Vergleich hier hat man ja eine Eckschiene gesetzt und die geht dann praktisch hier zu der Türzarge oder die Türkante und die wird dann praktisch hier, der Putz wird hier abgezogen. Hier hat man hier nochmal Eckschiene. Gehen wir weiter. Wenn verputzt ist, werde ich euch noch dann auch nochmal zeigen, wie es aufgetragen wird. Da kommt übrigens noch ein Weißkalkputz, der ist perfekt für Allergiker, der ist atmungsaktiv und die Feuchtigkeit, die wird einfach aus der Wand rausgezogen, weil der einfach, ja, die, ja, also man kann sagen, die Wand atmet dann. Ja. Es gibt ja auch noch Kalkzement, da ist schon ein Stich Zement drin. Die Wand ist einfach dann auch kälter, er ist nicht so atmungsaktiv. Deswegen meiner Meinung nach ist es das Beste, wenn man einen Weißkalkputz nimmt. Er ist ein bisschen teuer, aber was auch der Vorteil ist, da sind so Glasfaserstückchen drin und es verhindert, dass der Putz auch mit der Zeit reißt. Also Glasfaser hält den Putz dann nochmal. Also die Festigkeit ist nochmal stärker von dem Putz und die Wand reißt einfach dann nicht. Warte mal hier jetzt. Sieht man auch, hat man auch vorbereitet, die Eckschienen, dann das Holz oben, wo praktisch der Putz auch anliegen wird. Also die Eckschiene und das Holz wird abgezogen. Dann Styropor vom Spülkasten wurde behandelt, natürlich auch im Spachtel. Ist auch dafür da, wenn man jetzt den Putz direkt auf den Styropor drauf macht und einfach abzieht, dann habt ihr auf jeden Fall auf jeden Fall ist es dann halt gefährlicher, dass der Putz auf jeden Fall Risse bekommt, weil einfach kein fester Untergrund vorhanden ist oder gewährleistet ist. Deswegen sehr wichtig auch, alle Styropor oder alle weichen Untergründe zu bearbeiten mit Spachtel. Dann seht ihr hier auch nochmal eine Anputzschiene, praktisch überall, wo die Fliesen kommen, habt ihr hier die Schienen. Damit alles hundertprozentig gemacht ist. So, hier ist so ein Guckloch. Ja, Moment. Hier ist so ein Guckloch. hier wird auch nochmal eine Platte gemacht. Hinten. Und das ist wie eine Art Ablage für Duschgel, Shampoos und so weiter und so fort. Wird dann praktisch hier abgelegt und dann ist die Dusche dann dort. Und ich habe es extra ein bisschen weiter weg gemacht, weil ihr tut dann duschen, egal ob ihr Decken, also Regenwasserdusche oder praktisch Deckendusche habt oder mit der Handbrause. Wollte ich einfach nicht, dass einfach, wenn vorne eine Ablage macht, ist, dass da ständig immer Wasser steht oder auch Wasser reinspitzt, weil dann einfach der Kalk sich da in den ganzen Ecken ablagert, weil wird ja auch verfließt und deswegen haben sie gesagt, nee, ich mach's jetzt weiter weg. Besteht nicht die Gefahr, dass da ständig immer Wasser reinspitzt oder Wasser sich da bildet oder Wasser steht. Gerade wegen dem Putzen ist immer stressig, habe ich keinen Bock drauf. Ja. So einfach haben, wie es nur geht. So, das mehr kann ich euch jetzt nicht zeigen momentan. Wir sehen uns wieder, wenn das Silo kommt und wenn es verputzt wird. Und das erscheint auch gleich in diesem Video. Also, bis gleich. Tschüss.
There's no